أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستو يا سيدنا يا رسول دستو يا صحاب الكرام دستو يا منور شيء مقتل فإذا أصدر شيء مقتل بركاني شيء محمد آل رباني يا رجال الله مرز تركتنا صحبة وخير في جميع. Anyone has a question or something in his heart to say it for clarifying, clarification? Zwei gleich? Ja. Kostet 30 Euro. Ja. Eine 15. Ja. Wie groß ist die Vergebung bei Allah? Ah. Und die zweite Frage, wie groß ist der Lohn von Allah, wenn wir anderen Menschen vergeben? Man 15 vergeben, Euro. Auch 30 Euro? Eine kostet 15 Euro, eine Frage. Ja, klar. Also überleg dir das gut. Wie groß ist die? Wie groß ist der Lohn von Allah, wenn wir anderen Menschen vergeben? Ah. Was war die erste Frage? Die erste Frage, wie groß ist die Vergebung von Allah? Gute Frage. Er fragt, wie groß ist die Vergebung von Allah? Wie groß? Sehr groß. Und wie groß ist der Lohn für uns oder für denjenigen, der jemanden vergibt? Huh? He's asking, how big, how great is the forgiveness of Allah Almighty? That was the first question. And the second question, how great is the reward of that one who forgives someone? Yeah, mashallah. And we are saying it is endless, endless. The greatness of his forgiveness is without end. And if anyone is asking forgiveness and he is granting forgiveness, then it is endless and definite. It's definite. If he once gives forgiveness, he's not taking back. He's giving forgiveness. Because Rasulullah is saying this mercy on Allah himself, he's saying, my mercy outstrips my anger. Yes, he has his punishment, wrath and punishment, and then there is mercy. And the mercy is bigger. Allah sagt, ja, wir sagen, dass die Vergebung, die Allah gibt, unbeschreiblich groß ist, also ohne Ende. Es ist ohne Ende. Das kann man nicht beschreiben, die Größe Allahs und auch nicht die Größe seiner Vergebung. Und ebenfalls bekommt derjenige Lohn, der jemanden vergibt. Ja, der bekommt ebenfalls riesigen und endlosen Lohn, ja, wenn er jemanden vergibt, wenn er was zu vergeben hat. Weil der Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, der Hadith al-Qudsi, dass meine Barmherzigkeit ist größer als mein göttlicher Zorn. Ein strafender Zorn und meine Barmherzigkeit ist größer. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Himmelsreise gemacht hat, Miraj, da kamen sie in einem Himmel irgendwo auf der Reise mit Jibril alaihi salam an einem riesigen, endlosen Ozean an, wo man den Blick das Anfang und das Ende nicht sehen konnte. Ein endloser Ozean, und in diesem Ozean war ein Baum. Kam ein Baum raus, und auf diesem Baum saß ein Vogel, und dieser Vogel, der hatte ein Stück Erde im Schnabel. Und dann hat der Prophet gefragt, was das ist.
sallallahu alaihi wa sallam, und Jibril hat ihm das erklärt, hat gesagt, das ist der Ozean der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Ende. War kein Anfang, kein Ende. Ohne Ende, ein Ozean der Barmherzigkeit. Der Baum ist die Ummatul Muhammadi. Oder das Universum, ne? Der Baum war das Universum. Weißt du das noch? Ich glaube die Erde. Der Baum war die Erde. Der Baum war, symbolisiert die Erde. Ist die Erde. Und der Vogel die Umma. Der Vogel die Umma Mohammedi. Und dieses Stück Erde in seinem Schnabel sind alle Sünden, die gesamten Sünden von der gesamten Umma, die gesamten Sünden, alle vereint in diesem kleinen Stück Bällchen Erde, was in dem Schnabel von dem Vogel. Ja, so. Und dann macht der Vogel den Schnabel auf und dieses kleine Bällchen, diese gesamten Sünden der gesamten Umma, fällt ins Meer. In den endlosen Barmherzigkeitsozean Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Wo findest du diese Erde? Und wenn du sie finden solltest, wo ist dein Anteil deiner Sünden? Wie groß ist der? Wo? Ja? Also diese Größe von Allah und die Barmherzigkeit von Allah. There is the story about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam going for a mirage, and they come on that, when they traveled through heavens, they come pass by an ocean, a huge, endless ocean. You cannot see the beginning, you cannot see the end. And the Prophet was asking, and then in that ocean there was a tree coming out, and on the tree there was a bird, and that bird had a piece of mud in his, wie heißt es? Beak. Huh? Beak. Beak? Yeah. Beak. He had a piece of mud in his beak. And the Prophet was asking, and Jibril alayhi salam, sallallahu alayhi salam, he was explaining that this ocean is the mercy oceans of Allah subhanahu wa ta'ala, endless mercy. You cannot see the beginning, you cannot see the end. And that tree is the earth, the whole world, all of it. And the bird is the Ummah, Ummatul Muhammadi. It stands for the Ummah. And what he has in his mouth, this little piece of mud, of earth, that is all the sins. All the sins from all and everyone from the whole Ummatul Muhammadi. And every human being is Ummatul Muhammadi since 1,500 years, since the Prophet came on this planet. From that time, he is the one, everyone knowing or not knowing, belongs to the Ummatul Muhammadi, belongs to the community of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So all these sins, all of them, in that little piece of mud. Then the bird is opening the mouth, his beak, and is dropping into the ocean, this piece. Now the question is, where is it? Can you find it in that big ocean? It's dissolving somewhere. Where is it? Where is it? In the endless ocean, that. And if you find it, let's say you find it somehow, where is your share of the sins? Can you find? Yes, that is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the, there is a, we enter, or somebody enters in this, if he is forgiven. If he is forgiven. If he is forgiven, it means he is clean. He's cleaning him. He's not saying, I forgive you, but you are I forgive you, but I put you in hell.
I forgive you and I make you clean to enter paradise, to enter my mercy oceans. So it's endless greatness of his forgiving, and you must know this, and it is said very often. And now, just now, we had the first day in Ramadan, of the middle part of the Ramadan, and it stands under the sign of forgiveness. First 10 days were the mercy, now there's forgiveness. Middle 10 days of Ramadan. And 10 days is a distance from hell. Ja, das ist die Vergebung. Durch die Vergebung kommt man in diesen Barmherzigkeitsozean. Durch Allahs grenzenlose Barmherzigkeit und durch deine grenzenlose Vergebung. Wenn er dir vergibt, dann macht er dich unschuldig, macht er dich frei, macht er dich bereit für den Ozean der Barmherzigkeit in seiner Größe, in seiner endlosen Großmütigkeit und Vergebung. Ja, das ist ohne Ende. Deswegen soll man, und wir sind jetzt in den mittleren 10 Tagen vom Ramadan gerade angekommen, war gerade ein Tag jetzt vorbei, der 11. Tag. Die mittleren 10 Tage vom Ramadan stehen unter dem Zeichen von Vergebung. Das heißt, dass es eine gute Zeit ist und eine Saison sozusagen. Allah liebt die Saisons und die speziellen Türen seiner Barmherzigkeit, und jetzt ist seine Vergebung. Ja, wenn man jetzt um Vergebung bittet, dann ist alles verdoppelt, verdreifacht, vertausendfacht. Ja, die Barmherzigkeit seiner Vergebung ist jetzt ohne Ende in dieser Zeit, im Ramadan und dann in der Mitte, in mittleren Zeit. Ja. It is without end now that he is forgiving. And everyone who asks forgiveness, because he thinks about his sins, he thinks about his sins, and he is suffering from that, he must ask forgiveness now. It is a very good, the best time to ask for forgiveness. Ja, wer jetzt leidet unter seinen Sünden, und der sollte jetzt um Vergebung bitten, weil es ist jetzt die beste Zeit. Die andere Zeit ist auch, jede Zeit ist gut, Allah zu verzeihen. Aber dein Ego ist so stur und so felsenfest, dickköpfig, dass du immer noch denkst, ja, du bist ein großer Sünder und Allah hat dir nicht vergeben. Obwohl du schon 1000 Mal um Vergebung gebeten hast, sagt dein Ego nein, nein. Und Shaitan sagt nein, nein, ich bin schuldig. Ja, das ist Dickköpfigkeit, Sturheit, neue Sünde. Du musst es annehmen, was Allah dir gibt. Du musst es annehmen. Wenn Allah dir verspricht, dir zu verzeihen, und du hast einen Funken Aufrichtigkeit, du möchtest, bittest um Vergebung, dann musst du wissen, dass Allah dir verzeiht. Und nicht sagen, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt. Ohne Ende. Gibt es Leute, die machen das. Die können das nicht annehmen. Und das ist auch wieder ein Trick von Shaitan und vom Nafs, von Nafs Ammarabisu. Yes, there is people, they cannot accept that Allah forgives them. Allah forgives them anytime. If you are asking for forgiveness, Shaykh Muhammad said it so many times, if you ask forgiveness, he forgives you. If you have one atom of sincerity and you ask for forgiveness, you know, he forgives you. And he changed your sins, your sinnings, for years and ages, I don't know, he changed them to good deeds also for that. It is sad. He changed them to good deeds, to thawab. You get rewards, finally, from this. That means that you are clean, that he makes a new one from you. This is what is said and what is promised. We have to believe. And not to be stubborn. There's people, they are stubborn. They feel guilty because they did that and this and that, and they think they are great sinners. And maybe they are. But Allah forgives them, and they cannot accept this forgiveness.
They say, I'm guilty, I'm guilty, I'm guilty, I'm guilty. And this is also ego. Another ego coming, another sin. It's new sinning. It's an ego with, together with Shaitan. Shaitan wants to keep him to accept the forgiveness of Allah Almighty. Because when he is accepting the forgiveness of Allah Almighty, he is swimming in mercy oceans. He is in the ocean. He is in love with Allah, in love with the Prophet, in love with his Shaykh, in love with everyone. If he forgives. And also, it is important, this was the second question, to forgive others. To forgive others is very important. That is also a precondition to reach paradise. There was this famous companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet, he was sitting with his companions, and this man, this companion was passing by. He said, this one, he's going to paradise. Paradise written for him, he's already signed. And he said this three times in the presence of the of companions. So that they got so curious that they went to the house of that person and asked him, oh, our brother, the Prophet said that you are reaching paradise. You are, it's written for you. You are already, you know, what we are trying to get, you have it already. It's and maybe if you like, tell us your secret. You also want to make it sure that we get to paradise. What is your prayers? What is your du'as? What is your thing? And so, you know, what is your special prayers? Maybe you can teach us. We will also reach it. He said, I'm not doing anything special. I do what you do. I say my prayers, I'm fasting, I do this, I do this. Normal things, not anything special. I have one habit, he's saying, I have one habit at night. Before I sleep, I make a du'a. Just before sleeping, I say to Allah Almighty two du'as. I say first is, O Allah, I'm asking forgiveness from you for what I did from sins towards you and towards other people also, to my brothers and sisters, which I don't know maybe. Which I don't know, I'm asking forgiveness for that. And secondly, O Allah, you are my witness that I forgive everyone who did something bad to me today. Every night he was doing this. You are my witness that I forgive everyone who did wrong. He wronged me. He was unjust to me. I forgive him. You are my witness, and I will. You forgive me. You are a witness. I will not, never claim anything. Even Yom Kiyama, I will never claim anything against that person. He said that. Then he was sleeping like a baby, innocent. Every night he was doing this. That was the reason that he was in paradise. Was already written for him. Yes. Es ist wichtig, dass man jedem vergibt, der einem wissentlich oder unwissentlich etwas getan hat, damit das Herz frei wird. Ja. Deswegen sagt der Prophet, du darfst keine schlechten Gefühle gegenüber einem Bruder, gegenüber einer Schwester, gegenüber anderen Menschen haben, länger als 3 Stunden als Muslim. Als 3 Tage. Als Muslim. Als Muslim 3 Tage. Du darfst 3 Tage sauer sein über irgendwas, was dir auch jemand getan hat. Länger als 3 Tage kommt Shaitan und setzt sich in deinen Nacken. Und für Tariqat ist anders. Tariqat, wer einen Sheikh hat, so einen Sheikh, wie wir Sheikh haben, ist 3 Stunden. Mehr als 3 Stunden, Shaitan kommt, reitet dich. Deswegen werden viele von uns hier geritten von Shaitan. Ständig. Der reitet immer mit uns aus. Überall hin. Weil wir gar nicht vergeben. Wir haben immer noch schlechte Gefühle drin. Dem gegenüber, ja, vor 5 Wochen, 5 Jahre. Ich kenne Leute, die sind seit 30 Jahren sauer.
Weil einer zur falschen Zeit, zum falschen Zeitpunkt da ins Haus gegangen ist, ohne zu klopfen oder ohne um Eingang zu bitten. Zum Beispiel. Ich werde ihm nie vergeben, auch nicht am Yom Kiyama. Das ist die Hölle für denjenigen. Deswegen ist es sehr wichtig. Ja, du musst, um frei zu sein, um dich zu entwickeln, um frei zu sein, musst du vergeben. Wenn du nicht vergibst und dein Herz ist nicht frei, dann kannst du dich nicht entwickeln. Kannst du keinen wahren Iman bekommen. You have to forgive. If you are not forgiving, you can't be free for development, to develop your heart. If you have, the Prophet said, you cannot have grudge in your heart against a person as a Muslim longer than 3 days. It's forbidden. It's a law. Longer than, if you more than 3 days, Shaitan is coming on your neck, riding you. He's with you, cursing you. There's a curse. And for tariqat people who have a sheikh, like we have a sheikh, such a sheikh, mashallah, it's not allowed more than 3 hours for us. That is a rule. But we are not that rule. We are keeping our grudge weeks, months, years. There's people there, I know people, they have 30 years. They don't forgive that person. They are angry with that person for 30 years. For nothing. For nothing, actually nothing. And these people, they are suffering themselves. They cannot develop, they cannot be free, they wonder why they are suffering, why they have no iman, why they have no love. Constant love with Prophet, constant love with the Sheikh, constant love with people, constant love. Always development, coming to the iman haqiqi, to the true iman, opening the heart, seeing the barzakh, looking the angels, seeing the Sheikh everywhere. They wonder why I'm 30, 40 years in tariqat. And because of that, there is a very big issue. And you must not think bad about anyone. Not think bad about anyone. That is a rule, tariqat rule. It's a tariqat rule. Pronounced by Sheikh Abdullah Daghestani. Don't see anything bad in anyone. You have no time for that. You are so bad in your characters and you have so many issues, so many, you have no time in 24 hours to see someone else bad. Because you must be busy with yourself. Ja, Großsheikh hat gesagt, da ist verboten, Schlechtigkeit, irgendetwas Schlechtes zu sehen, einem Bruder oder einer Schwester. Das ist verboten. Es ist befohlen, mit dir selber, an dir selber zu arbeiten. Und du hast so viele schlechte Dinge, es sind mal eben 80.000, so wird die Zahl genannt, von den schlechten Eigenschaften. Es sind 20.000 schlechte Charaktereigenschaften normalerweise. Gibt es die großen schlechten, dann gibt es die Unterteilungen. Ja, also du musstest beschäftigt sein. Wenn du nur was Schlechtes siehst, dann stimmt was schon mal nicht mit dir. Da musst du schon mal ansetzen dann. Beschäftige dich nicht damit, beschäftige dich mit deinen eigenen Dingen. Und du bist auch verpflichtet als Gläubiger, das Gute zu vermuten. Die Vermutung ist immer in das Gute, die Vermutung. Ja. Und wenn du was Schlechtes siehst und du kannst es, das vor deinen Augen passiert ist, dann sagt er, der trägt etwas Schlechtes, der ist gerade was Schlechtes am Tragen. Weil Allah hat das Schlechte und das Gute erschaffen, der muss das tragen. Der trägt gerade was. Das hat aber nicht mit seiner Seele was zu tun oder dass der schlecht ist oder so. Nee, der trägt im Moment etwas von der Last des Schlechten, was Allah subhanahu wa ta'ala getragen hat. If you see something bad in someone, you must think, that he is, if you cannot help it to see it, you must say, this is not good. And that person, he is carrying something of the badness of Allah Almighty, what Allah Almighty created it. He created the good and the bad. And somebody must carry the bad also, what he created, the good and bad. If somebody, you can say, he is just carrying something bad, but his soul is okay, and I love him,
and it is okay. And it will go away from him, inshallah. You see, that is what you have to think. May Allah keep us in good spirits, inshallah, in a good belief in the straight way, and it is important. And may He give us forgiveness. May He forgive us. Forgive us for the honor of this holy Ramadan and this special days, 10 days, for the honor of Prophet, for honor of our Sheikh, for the honor of Ummah. Forgive us and make it possible that we forgive everyone if we have to forgive something or someone. Wa min Allahu tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Ameen. Takabbalallahu.